Es ist, wie es ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Begegnung hat zweifellos einen ganz besonderen Stellenwert für die Fußballfans dieses Landes. Die Anhänger fiebern diesem großen Spiel entgegen, auf das wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Die perfekte Bühne für den Auftritt der beiden Teams. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Lookman. Und da ist der Pass. Jetzt den präzisen Pass spielen. Distanzschuss. Die Wucht war da, aber die Präzision hat gefehlt. Gar nicht schlecht, dieser Schuss aus der Distanz. Und er hätte ins Tor gehen können. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Also Carlos Soler beobachte ich jetzt schon seit geraumer Zeit. Zu Beginn seiner Karriere spielte er noch vorne in der Spitze. Sein Stürmerinstinkt ist immer noch sichtbar, auch in einer etwas zurückgezogeneren Position, die er aktuell besetzt. Von diesem taktischen Background profitiert er sehr, vor allem bei den Pässen in den Lauf. Ja, ich denke, da muss ich dir recht geben. Davids. Jetzt könnte was gehen. Das Spiel ist ja noch jung, Hansi, aber wie ich dich kenne, hast du schon eine erste Einschätzung für uns. Nicht wirklich turbulent, was bisher passiert ist. Sagen wir es mal vorsichtig, die Partie hat noch Luft nach oben. Gut gesehen, guter Laufweg. Der Torhüter haut ihn weit raus. Snyder. Pep Guardiola. Der Ball kommt zu Carlos. Und dafür bekommt er die Quittung. Gelb. Oh, ziemlich dünn dieser Pass. Auf dem Torkonto beider Mannschaften herrscht noch immer gähnende Leere. Lookman. Er treibt den Ball durch. Bitte. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Schillet. David Villa ist das. Und ab die wilde Fahrt. Pep Guardiola. Carlos. Pep Guardiola. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. Valverde. Frankie de Jong. Mbappé. Shaw. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Bitte. Freistoß für Deutschland. Guardiola. Valverde. Ein hochinteressanter Ball. Nicht im Abseits. David Villa. Das ist Ruud Gullit. Ab auf die linke Seite. Richtig guter Ball. Das könnte klappen. Und die Bahn ist frei. Pep Guardiola. Lookman. De Jong. Und der Konter läuft. Mbappé. Klasse durchgesteckt. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? David Villa ist das. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Lookman. Valverde. Okay, das sieht vielversprechend aus. Ab dafür. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Snyder. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Also viel Ball hat er nicht erwischt. Das war ein klares Foul. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Also mir ist da schon die ein oder andere zu harte Aktion dabei.
mit dem Ding. David Villa. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Halbzeitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Carlos Soler. Ah, toll aufgelegt. Da ist die Chance. Walder hat auf den Pass gewartet. Ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Mit Tempo nach vorne. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Wieder ist die Fahne oben. Oh Mann, diesen Pässen mangelt es immer wieder am richtigen Timing. De Jong. There will be 1 minute added time. Lookman. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. Keine Tore nach 45 Minuten, aber das kann sich ja in Hälfte 2 noch ändern. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Carlos Soler. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Snyder. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Er macht das Spiel schnell. Lookman. Ein guter Ball. Abschluss. Und der Ball ist über der Linie. Großartig von Mbappé. Sie sind in Führung gegangen. Kurz nach der Pause. Ganz wichtiger Zeitpunkt. Der Kapitän geht mal wieder mit gutem Beispiel voran. Jetzt müssen seine Mannschaftskollegen ihm folgen. Perfekt platziert. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Substitution for Germany, Number 10. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1-0. Die einen kommen hellwach aus der Kabine, die anderen ein wenig verschlafen. Die Konsequenz, es steht 0-1. Hier ist Neymar. Bitte. Alessandro Del Piero. Messi. Del Piero. Das muss was werden. Drin das Ding. Was ist hier los? Alles wieder ausgeglichen. Bevor wir das Tor analysieren, das haben sie gut gemacht. Haben sich nach dem Rückstand richtig reingehängt. Und jetzt sind sie gleich auf.
Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Del Piero ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So geht Joker. Kaum ist er drin, schon ist er zur Stelle und macht das Ding. Wir sind auf Remis-Kurs. Ein Gegentor ist auch ein Nackenschlag. Und dann stellt sich natürlich die Charakterfrage. Und diese Charakterfrage, die haben Sie jetzt gerade mal positiv beantwortet. Davids. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Das nennt man effektives Passspiel. Del Piero. Kommt zwar noch an den Ball, aber nicht mehr wirklich entscheidend. Neymar mit der Torchance. Das wird gefährlich. Junge, Junge, da fackelt er nicht lange. Knapp vorbei. Ballannahme und Abschluss. Eine fließende Bewegung. Das hat er richtig stark gemacht, aber nicht stark genug. The attendance James. For this match was 71,649. Mbappé hat die Chance. So jagt man heute den Ball. Gut, jetzt müssen Sie den Raum nutzen. Carlos Soler. Carlos Soler ist abseits. Valverde, das ist Mbappé. Gutes Auge, guter Pass. Mbappé hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber. Er hält drauf! Exzellent, wie der Keeper da reagiert hat. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Das ist ein Trumpf dieser Mannschaft. Sie haben Spieler in ihren Reihen, die Kopfballduelle für sich entscheiden können. Kurze Ecke. Er spielt den Ball flach nach innen. Ab in den 16er damit. Und da haben sie ihn schon wieder. Jetzt der Abschluss. Stark gehalten. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Kurz ausgeführt. Shaw. Ordentliche Chance. Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel. Den Ballverlust sofort ausgebügelt. Bitte. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Bitte. Hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Sie müssen konzentrierter agieren. Da fehlt schlicht und einfach die Passgenauigkeit. Das ist Mbappé. Stellungsspiel par excellence.
Überhaupt keine Frage. Die Einstellung dieser Mannschaft ist über jeden Zweifel erhaben. Sie wollen den Sieg und sie arbeiten dran. Zielinski. Das sieht doch gut. Und die Chance! Betty. Und jetzt Alessandro Del Piero. Tomiyasu. Davids. Gut gesehen, guter Laufweg. So schnell geht Ball Rückeroberung. Del Piero. Ein paar Minuten haben beide Mannschaften noch. Noch steht es unentschieden. Es dauert nicht mehr lange und dann wissen wir, ist es hier beim Unentschieden geblieben oder schafft doch noch eins dieser beiden Teams den Siegtreffer? Zielinski. Auf die Seite verlagert. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Klasse durchgesteckt. Die Flanke von Zielinski. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden noch mal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Mbappé. Eine sehr gute Verteidigung. Messi. Six added minutes has been indicated. Neymar. Und jetzt Alessandro Del Piero. Dafür bekommt er den Einwurf. Tomiyasu. Zielinski. Das ist Mbappé. Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Alessandro Del Piero. Und gleich wieder stibitzt die Kugel. Nicht mit Gewalt, lieber den Nebenmann mitnehmen. Also mir scheint das nicht die richtige Taktik für die Schlussphase zu sein. Da ist irgendwie kein Punch dahinter. Freistoß für Deutschland. Er weiß es doch selbst, dass ihm der Schiedsrichter die gelbe Karte zeigen muss. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Ein Unentschieden also heute. Kein Team war letztlich in der Lage, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Zwei Mannschaften, kein Sieger, kein...